Wir haben uns das letzte Mal analoge Filter angeschaut und halt überlegt, wie wenn ich R's und C's und L's irgendwie zusammenwerfe, was diese Schaltung dann mit unterschiedlichen Eingangsfrequenzen macht. Wir haben Bode-Diagramme gezeichnet und alles Mögliche. Und das werden wir jetzt noch ein bisschen abrunden, indem ich kurz über aktive Filter rede. Ja. Schlagen hat Filter zweiter und höherer Ordnung. Ja. Ein Filter erster Ordnung wäre nur ein RC oder nur ein RL. Genau. Filter. Und ein zweiter Ordnung ist schon bei C und L beides. Also die Filterordnung bekommst du, wenn du dir die Schaltung anschaust und überlegst, wie viele voneinander unabhängige Kapazitäten und Induktivitäten habe ich. Und unabhängig heißt halt, wenn ich mit den Sachen, die wir kennen, mit Parallelschaltung und Serienschaltung, die zusammenfassen kann, dann sind sie nicht wirklich unabhängig. Ja, und damit kann ich jetzt quasi einen RC-Filter zum Beispiel machen, das ist offenbar ein Filter erster Ordnung. Und dann könnte ich zum Beispiel zwei RC-Filter hintereinander hängen und habe ich schon einen Filter zweiter Ordnung. Aber wenn ich zwei RC-Filter hintereinander hänge, dann werde ich nie diese Überhöhung bekommen. Das scrolle ich ein bisschen auf. Wir haben uns hier Bode-Diagramme angeschaut. Und wenn ich jetzt einfach nur zwei RCs hintereinander hänge, dann wird das ja einfach steiler. Oder das ist die Phase, die dreht natürlich sogar mehr. Das war jetzt ein schlechtes. Bode-Diagramm, okay, das ist ein Bode-Diagramm zu einem RC. Und jetzt mache ich quasi einen zweiten RC dahinter. Und dann wird das einfach steiler und steiler und steiler. Und für viele Anwendungen ist das ja alles, was ich brauche. Ich möchte einfach sagen, über der Frequenz möchte ich keine Informationen haben. Also haue ich da einfach ein paar RCs auf das Problem drauf. Wenn ich aber die L's und C's miteinander kombiniere, zu dem, was man normalerweise einen Filter zweiter Ordnung nennt, dann kann ich auch einfach das steiler machen, aber ich kann eben so einen Punkt bekommen, wo das in Resonanz geht. Und wenn ich das mathematisch ausdrücken möchte, dann ist es einfach ein Pol, der sich einfach dadurch ergibt, dass da einen Bruch gibt und da wird dann der Nenner 0 oder geht gegen 0 und dann geht das gegen unendlich. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt quasi Filter höherer Ordnung immer einfach zusammensetzen kann, aus Filtern zweiter und erster Ordnung. Weil wenn ich quasi einen Filter habe, der so einen Pol hat und ich will jetzt einen Filter machen höherer Ordnung, der viele Pole hat, dann kann ich die einzelnen Filter so kombinieren, dass quasi der eine hat einen Pol hier und der andere hat einen Pol hier. Und darum braucht man sich jetzt nicht unbedingt mit Filtern dritter, vierter, fünfter Ordnung explizit auseinandersetzen, weil ab zweiter Ordnung kommt quasi nichts überraschend Neueres mehr dazu. So. Gut, und jetzt schauen wir eben, dass wir solche Filter zweiter Ordnung bauen, aber wir machen die jetzt aktiv, das heißt, wir sind jetzt nicht nur Spulen, Widerstände und Kondensatoren, sondern wir hauen da halt noch unsere aktiven Bauteile dazu. Eigentlich haben wir nur einen echten aktiven Bauteil bis jetzt kennengelernt, abgesehen von den Quellen, nicht? Eine Spannungsquelle, eine Stromquelle ist natürlich auch ein aktives Bauteil. Welches aktive Bauteil haben wir denn kennengelernt? Steht hier auch da. Operationsverstärker, Op-Amps, genau. Nein, Transistor ist kein aktives Bauteil, weil ich weiß, das muss man manchmal den Bauteillieferanten sagen, weil man dort quasi auf DigiKey oder so sucht, dann findet man oft Transistoren und der aktive Bauteil. Aber ein aktives Bauteil ist ein Bauteil, bei dem eine Energiequelle eingebaut ist. Natürlich ist es beim Op-Amp auch nicht der Fall, dass eine Energiequelle eingebaut ist, aber normalerweise, wenn ich Op-Amp-Schaltungen zeichne, zeichne ich sie so, ohne die Versorgungspins für den Operationsverstärker. Und wenn ich die so zeichne, dann gehe ich ja davon aus, dass da irgendwo eine Energiequelle drinnen ist. Und dann ist es quasi ein aktives Bauteil. Also streng genommen quasi dann, wenn wirklich eine Energiequelle eingebaut ist, aber wer lötet schon sein Kraftwerk ein? Und besser quasi, wenn ich quasi etwas habe, wo ich die Energiequelle wegabstrahiere und in meiner Abstraktion behandle ich das dann so, wenn eine Energiequelle drin ist. Und das ist ja bei einem Transistor nicht der Fall. Aber es ist bei einem Großteil der Transistorschaltungen der Fall, also wo ich dann einen Transistor einfach blind mit dem anderen Transistor und den zwei Widerständen zusammenschalte und einfach sage, das ist die Schaltung XY, dann habe ich oft einen Block, wo ich auch keine Versorgungspins mehr zeichne, sondern nur sage, da ist mein Eingangssignal, da ist mein Ausgangssignal und dann kann ich diesen
Block, diese Transistorschaltung, zu der kann ich dann halt sagen, das ist ein aktives Bauteil. Gut, und natürlich kann ich auch aktive Filter mit Transistoren machen, aber Op-Amps sind halt viel schöner und viel einfacher. Und die wichtigste Topologie hier ist eben diese Silent-Key-Schaltung und die schaut so aus, dass ich da vier Zs habe und einen Op-Amp. Und je nachdem, ob ich jetzt einen Silent-Key-Hochpass oder Tiefpass habe, nehme ich hier zwei Widerstände und zwei Kondensatoren oder zwei Widerstände und zwei Kondensatoren, aber in der anderen Reihenfolge. Also das ist ein Tiefpass, da haben wir hier die Widerstände und da die Kondensatoren und beim Hochpass jetzt hier Widerstände und Kondensatoren sind genau vertauscht. Und das ist eben jetzt ein Filter zweiter Ordnung, also mit so einem Pol, mit einer Stelle, wo ein Resonanz gehen kann. Und was fällt uns sofort auf an diesen Schaltungen? Was ist großartig an diesen Schaltungen gegenüber denen vom letzten Monat? Warum will ich sowas machen? Nicht? Op-Amps können teuer sein. So teuer auch nicht. Aber warum? Vorher habe ich drei Bauteile gehabt, um einen Filter zweiter Ordnung zu machen. Jetzt brauche ich fünf Bauteile und einer davon ist ein Op-Amp, der urkompliziert ist. Genau, ich habe keine Spulen. Das ist der große Punkt. Ich habe nur Kondensatoren hier. Und gerade wenn ich irgendwie im Audiobereich was machen möchte, wo die Frequenzen relativ niedrig sind, und wenn ich dann durchrechne, okay, da möchte ich einen Filter zweiter Ordnung haben, und dann schaue ich, wie groß muss da meine Spule sein, dann komme ich drauf, naja, verkauft werden solche Spulen schon, aber dann muss ich mal einen Termin machen, wann die anliefern, weil das so groß ist wie ein Kühlschrank. Und also das ist nichts, was man irgendwo in ein kleines Consumer-Produkt einbauen möchte. Und darum sind diese Silent-Key-Filter so großartig, weil ich hier Filter zweiter Ordnung machen kann, eben mit einem Pol, aber ich brauche nur Widerstände und Kondensatoren, die viel, viel billiger sind als die Spulen. Was wäre, wenn ich die Widerstände durch Spulen ersetzen würde? Das müsste man sich ausrechnen. Aber es würde funktionieren. Also es ist eine Schaltung, die irgendwas macht und irgendein Verhalten hat. Ich müsste es ausrechnen, und ihr seht es auch, es stehen hier, im Gegensatz zu den vorigen Blöcken, keinerlei Formeln dazu, wie man das dimensioniert. Das heißt, das ist jetzt eigentlich mehr so der Vollständigkeit halber, und man kann es ja dann nachrecherchieren, wenn man solche Filter wirklich bauen möchte. Wir werden dann gleich später noch ein bisschen mehr zu höheren Filterordnungen sehen, ein paar Begriffe, die man googeln kann. Warum ich das da nicht mehr im Detail behandelt. Das wäre jetzt ein Filter zweiter Ordnung. Das ist ein Filter zweiter Ordnung, also ein Tiefpass und ein Hochpass Filter. Gut, also abgesehen zu der Dimensionierung von diesen Dingen, irgendwelche Fragen? Zweiter Ordnung deswegen, weil ich zwei Kapazitäten drin habe. Weil ich zwei unabhängige Kapazitäten habe, genau. Und eben mit dem Op-Amp drinnen kann sich eben verhalten, so dass es einen Pol hat, was ich normalerweise nicht hinkriege mit zwei Widerständen und zwei Kondensatoren. Okay. Dann kommen wir zu den Diskussionspunkten. Gut, was sind die Vor- und Nachteile von solchen aktiven Filtern? Wann möchte ich sowas verwenden? Wann will ich sowas sicher nicht verwenden? Wenn ich es auf engen Raum unterbringen will. Ja, dann ist es ein Vorteil. Wenn ich große Ströme drüber jagen will, wäre ich einen aktiven Filter nicht nehmen. Mhm. Dann kommen wir dann schon zu einem zweiten Punkt hier. Ich meine, es gibt auch Op-Amps, die große Ströme liefern können zum Beispiel. Oder ich kann auch hergehen und kann quasi diesen Op-Amp jetzt hier quasi nur in meinem Big Picture Schaltplan haben, aber wenn ich wirklich die Schaltung umsetze, ist das gar kein Op-Amp mehr als ein Chip, sondern eine eigene Schaltung, die halt genau die gleichen Dinge macht. Dann geht das auch mit großen Strömen. Aber was ist das Problem? Kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wozu braucht man Filter in der Energietechnik und weshalb sind aktive Filter für diese Anwendungen unbrauchbar? Also was ist das Problem, wenn ich große Ströme habe und dann mache ich das von einer Op-Amp-Schaltung? Vielleicht die Spikes, die in der Energietechnik daherkommen. Ja, was wäre eine typische energietechnische Anwendung, wo ich einen Filter haben müsste?
mit Monster, wenn ich Oberwellen von einem schwingenden Generator habe, der sehr wirkliche Störschwingungen drin hat und ich möchte genau die 50 Hertz haben. Genau, genau. Also klassisch wäre auch, wenn ich so einen Wechselrichter zum Beispiel habe, dann ist da so ein Klasse D-Verstärker drinnen, der einfach nur PWM, wie man dann bei einem Bastmann sagt, der mit PWM das Signal erzeugt und dann irgendwie mit 50 kHz da einfach nur hart ein- und ausschaltet. Am anderen Ende möchte ich aber einen schönen Sinus haben und nicht irgendwie mit 50 kHz hart ein- und ausschalten. Und wenn ich irgendwie ohne Brillen drauf schaue, schaut es eher aus wie ein Sinus. Und dann würde ich da quasi einen Filter nehmen, wo ich irgendwie eine große Spule hinsetze und so. Aber warum könnte ich quasi da jetzt nicht hergehen und einen aktiven Filter machen? Genau, das ist das Problem. Wir sagen, das ist ein aktives Bauteil und wenn wir hier schauen, die Energie, die hier rauskommt, kommt quasi wesentlich aus dem Op-Amp. Also wir führen hier quasi nur eine Information zu. Und wenn ich aber jetzt quasi ein Signal habe, und das ist eben nicht nur ein Signal mit Information, sondern eben zum Beispiel mein 50 kHz PWM in meinem Wechselrichter, dann will ich ja genau diese Energie zum Ziel bringen und nicht das Problem quasi ein zweites Mal bekommen, weil dann habe ich das gleiche Problem wieder im Op-Amp. Wie kriege ich da jetzt irgendwie meine paar Kilowatt raus? Das heißt, einen passiven Filter, da schicke ich beim Eingang die gesamte Energie rein, die beim Ausgang wieder rauskommt. Bei einem aktiven Filter schicke ich am Eingang die Information hinein. Und aus dieser Information möchte ich dann gewisse Frequenzanteile hinausfiltern. Aber die Energie kommt von Versorgung von dem Op-Amp. Und damit ist das ungeeignet, quasi in Netzteilen oder so irgendwelche Signale zu filtern, weil ich dort eben ja wirklich die Energie durchschicken möchte und auf der anderen Seite gefilterte Energie haben will. Gefilterte Energie, das klingt sehr esoterisch. Aber könnte ich damit eigentlich gerade meine Signalmasse, ich sage jetzt ein sehr schwarzes kleines Signal oder eine Schaltlinie, ein sehr schwarzes kleines Signal generieren und habe dann meine Op-Amp-ähnliche Schaltung, die das einfach nur. Ja, das könnte man theoretisch machen, dass man quasi sagt, sie sind weg. Ich schicke da quasi ein Tiefpass, genau. Ich schicke da meinen Sinus hinein, meinen Informationssinus, aber der ist noch ein bisschen schlecht, der ist ja irgendwie Störungen. Da nehme ich hier einen Beefy Op-Amp, bei dem etwas rauskommt. Da stellen sich halt gleich mehrere Fragen. Das erste ist, wenn das Signal, was ich hier hineinschicke, sowieso kein Signal mit viel Energie ist, wo kommt das dann her, dass das verrauscht ist? Weil normalerweise habe ich in der Energietechnik das Problem, dass Dinge halt verrauscht sind, weil ich eben so Sachen wie Klasse D-Verstärker oder so brauche. Und dann ist die Frage, wie baue ich jetzt einen Op-Amp, der eben nicht ein Chip sein muss, der kann ja auch eine Schaltung sein, der am Ausgang sich eben wieder gut verhält. Und dann komme ich drauf, naja, das kann ich zum Beispiel machen mit einem Klasse D-Verstärker, bei dem ich aber filtern muss. Also es ist irgendwie, ich finde hier keine vernünftige Anwendung für diese Schaltung, wenn ich dann durchdenke mit, wo kommt die Energie her und das, wo die Energie herkommt, soll dann wieder so ein schönes Signal sein. Das heißt aber, ich müsste eigentlich in so OS-Baus oder was Filter drinnen haben, die für 50 Hertz optimiert sind. Ja, wobei in USVs hast du meistens einen Transformator und schickst dann quasi das PWM-Signal hinein, was einfach nur ein schnelles Ein- und Ausschalten ist und du nutzt einfach die Eigenschaften des Transformators, dass der eigentlich ziemlich schlecht arbeitet bei hohen Frequenzen und verwendest den dann einfach als Filter mit. Weil den Trafo brauchst du sowieso irgendwie, damit du auf der anderen Seite dann halt wieder potenzialfrei bist. Und bei Audio kann da auch ein Nachteil sein, wenn ich da Spuren verwende, das Magnetfeld, was da entsteht. Könnte das ein Nachteil sein? Die Spulen bei Audio, also inhärent nicht, weil ich Spulen nämlich so bauen kann, dass kaum ein Magnetfeld rausgeht. Wenn du da anschaust, bei Spulen gibt es unterschiedliche Bauformen für Spulen. Und ich würde sagen, die beiden gängigsten sind, dass das in der Mitte ein Ferritstab ist, um den etwas gewickelt ist. Dann hast du ein großes Streufeld, weil in dem Ferritstab ist ein Magnetfeld, aber das möchte halt sich dann irgendwie außen wieder schließen. Und in der Luft geht das dann ziemlich weit. Und die andere Art ist, dass ich einen Ferritring habe. Und meine Wickelungen sind um diesen Ferritring. Und dann bleibt das Magnetfeld vollständig in diesem Ring drinnen gefangen.
und kommt sozusagen kaum raus. Das ist auch der Grund, warum du gerade dort, wo du wirklich, weiß ich nicht, eben so Trafo-Geschichten oder so, hast du dann eben häufig Ringe und nicht Stäbe als Kern, weil du möchtest halt, dass das Feld irgendwie dort drinnen bleibt. Aber natürlich, bei Audio hast du quasi alle Arten von Störungen, können ein Problem sein. Und das schließt natürlich diese Arten von Störungen nicht aus. Ich würde aber nicht sagen, dass das quasi ein inhärentes Problem ist. Also ich würde bei Audio eher sowas nehmen anstatt Spulen, weil ich da halt viel einfacher basteln und dimensionieren kann. Weil wenn ich dann mal eine Spule habe und vielleicht habe ich sie selber gewickelt, dann komme ich irgendwie drauf, naja, die ist aber nur halb so groß oder doppelt so groß, wie es. Also das ist relativ schwierig zum Variieren, während bei Kondensatoren und Widerständen, da tut man sich irgendwie so einen Kasten mit 100 Widerständen und einen Kasten mit 100 Kondensatoren und dann hat man ziemlich schnell die Kombination gefunden, wenn man einfach mal weiß, in welche Richtung quasi die Änderung bewirkt. Was macht das, wenn der Kondensator größer wird, etc. Gut. So, mehr Diskussion. Betrachten Sie einen Fall einer extrem hohen und einen Fall einer extrem niedrigen Frequenz. Wie verhalten sich Kondensatoren in diesen Fällen? Erklären Sie das Verhalten von Zellen Q-Hochpass- und Tiefpassfiltern in diesen Extrembeispielen. Das haben wir bei den anderen Filtern auch schon gemacht, dass wir uns einfach überlegt haben, die ganz extremen Fälle. Was ist denn, das war der erste Teil der Frage, wie verhält sich ein Kondensator bei sehr hohen Frequenzen? Kurzschluss, genau. Und wie verhält sich ein Kondensator bei sehr niedrigen Frequenzen? Unterbrechung, genau, da ist es offen. Das heißt, wir können uns einfach diese beiden Schaltungen jetzt hernehmen und uns überlegen, was passiert denn in diesen Extremfällen. Fangen wir vielleicht da links beim Tiefpassfilter an und bei hohen Frequenzen haben wir gesagt, die Kondensatoren sind Kurzschlüsse. Das heißt, wir hätten einen Kurzschluss hier und einen Kurzschluss hier. So. Wenn wir hier den Kurzschluss haben, auf welchem Potential ist dann der Plusanschluss? Masse, genau. Das heißt, einfach nur aufgrund der Art und Weise, was ein Op-Amp macht, welches Potential haben wir dann hier? Und welches haben wir dann hier? Masse. Also wir sehen, wenn ich beim selben Key-Tiefpass hohe Frequenzen anlege, habe ich da eine Nulllinie. Das ist immer de facto auf Masse der Ausgang. Machen wir das andere Beispiel. Was passiert, wenn wir ganz, ganz kleine Frequenzen haben, sehr niedrige Frequenzen? Dann ist das eine Unterbrechung und das ist auch eine Unterbrechung. Womit ist dann dieser Eingang verbunden? Mit dem Eingangssignal. Genau, mit dem Eingang von der Schaltung, weil das ist weg, das heißt, ich habe nur Eingang, zwei Widerstände in Serie. Die sind uns aber wurscht, weil der Eingang hier ist hochohmig. So, da kann ich in Serie so viele Widerstände anschließen, wie ich möchte. Der bleibt ein hochohmiger Eingang. Also Plus ist direkt verbunden mit dem Eingang. Da haben wir ja auch eine Unterbrechung. Das heißt, der Ausgang ist direkt verbunden mit Minus. Wie nennen wir diese Schaltung? Inverter? Nein. Es ist mindestens 30 Blöcke her oder so. Naja, vielleicht nicht ganz 30. Impedanzwandler, genau. Also eine Schaltung, die am Ausgang mit niedriger Impedanz das Eingangssignal wiedergibt und der Eingang hat eine hohe Impedanz. Aber wir geben einfach das Eingangssignal am Ausgangssignal unverändert durch. Und das passt. Ein Tiefpass, der soll bei tiefen Frequenzen das Eingangssignal unverändert durchgeben. Gut, machen wir das gleiche Gedankenexperiment bei der anderen Schaltung. Fangen wir mal an mit den hohen Frequenzen. Bei den hohen Frequenzen haben wir gesagt, Kondensatoren sind Kurzschlüsse. Also wie schaut diese Schaltung aus, wenn das und das jeweils ein Kurzschluss ist? Womit ist dann der Plus-Eingang vom Op-Amp effektiv verbunden? Mit Plus? Nein, also mit Eingang. Mit Eingang, genau. Also der Plus-Eingang vom Op-Amp hat natürlich auch hier einen Widerstand gegen Masse. Und der hat dann hier auch einen Widerstand. Aber ein Kurzschluss gewinnt gegen alle Widerstände. Das heißt, effektiv ist dann der Plus-Eingang mit dem Eingang der Schaltung verbunden. Und damit haben wir de facto auch wieder einen Impedanzwandler, nur mit ein paar zusätzlichen Widerständen drinnen, die aber die Operation nicht wirklich stören. Also ich habe
hier mein Eingangssignal liegen, das heißt, ich habe hier auch mein Eingangssignal liegen, weil das ist, was ein Op-Amp macht. Aha, dann habe ich am Ausgang mein Eingangssignal, also der Hochpass, oh Wunder, bei hohen Frequenzen lässt er das Signal unverändert durch. So, der letzte Fall, was passiert, wenn wir hier eine tiefe Frequenz anlegen, dann sind die Unterbrechungen, dann fällt uns zunächst schon mal auf, der Eingang ist dann nicht mit der Schaltung verbunden. Das ist schon mal ein sicheres Indiz dafür, dass was immer mit dem Ausgangssignal macht, das hat nichts mit dem Eingangssignal mehr zu tun. Wenn wir da einen Kurzschluss haben, da eine Unterbrechung haben, da haben wir auch eine Unterbrechung, dann haben wir plus Eingang vom Op-Amp verbunden mit Ground. Naja, das heißt, wir haben hier Ground, wir haben hier Ground, wir haben hier Ground, also wir haben am Ausgang eine Nulllinie. Also zumindest in diesen Extrembeispielen, ohne jetzt irgendwie Dimensionierungen durchgerechnet zu haben, verhält sich ein Zeilen-Key-Tiefpass und ein Zeilen-Key-Hochpass genauso, wie man das von einem Tiefpass- und Hochpassfilter erwarten würde. Gut. So. Da haben wir noch einmal den Hochpassfilter, den Zeilen-Key-Hochpassfilter und einen Filter zweiter Ordnung, ein Hochpassfilter zweiter Ordnung. Und wir haben im Block 66 haben wir uns eine Ersatzschaltung für das hier angeschaut, wenn ihr euch erinnert. Wir haben so Ersatzschaltungen gemacht mit Op-Amps für RL- und RC-Schaltungen. Genau. Da haben wir gesagt, das haben wir uns lang durchgedacht, dass hier haben wir eine RL-Schaltung mit dem Ground, wo wir gesagt haben, das mit dem Ground, das können wir uns nicht so gut aussuchen. Und wir überführen das quasi in diese Schaltung und sagen, diese Operationsverstärker-Schaltung verhält sich genauso wie diese Schaltung hier. Und jetzt schauen wir uns den entsprechenden Silent-Key-Filter nochmal an. Ja, da seht ihr, wir haben die gleiche Schaltung. Das wäre eigentlich eine Diskussion, aber ich habe jetzt alles vorweggenommen. Wir haben die gleiche Schaltung und ich habe einfach am Eingang noch einen Kondensator in Serie geschaltet. Also zumindest an dem Fall von dem Hochpassfilter können wir jetzt irgendwie sofort sagen, ja, das macht Sinn, dass diese Silent-Key-Hochpassfilter-Schaltung eine Ersatzschaltung für sowas ist, weil ohne den Kondensator haben wir uns das in allen Details durchgerechnet und jetzt haben wir einfach noch einen Kondensator davor gehängt. Gut. Und basierend eben auf dieser Analogie kann man schon mal Ersatzschaltungen machen für RLC-Filter, wo man halt das R, das L und das C gegeben hat. Das ist noch immer keine richtige Filterdimensionierung, weil meistens hat man ja nicht schon Bauteilwerte von einer anderen Topologie gegeben, sondern irgendjemand kommt und sagt, ich habe da ein Bode-Diagramm gezeichnet, ich hätte gerne einen Filter, das sich so verhält. Und dann muss man sich überlegen, welche Bauteilwerte und welche Filterordnung und so diese Eigenschaften hat. Gut, eine Übung, aber es ist nicht wirklich eine Übung, es ist mehr eine Aufforderung zu mehr Recherche. Aber ganz am Anfang kommt, glaube ich, die Info haben wir schon mal gehabt, oder? Diese Dämpfung von 6 dB pro Oktav und Filterordnung, das haben wir irgendwann schon mal, glaube ich, uns angeschaut, das letzte oder das vorletzte Mal. Aber so verhält sich quasi jeder Filter jenseits der Grenzfrequenz, weit jenseits der Grenzfrequenz. Die Frage ist aber, was passiert genau bei der Grenzfrequenz? Weil normalerweise, wenn ich jetzt irgendwie einen Filter mache, und das war, weiß ich nicht, ein Tiefpass für 1 Kilohertz, da frage ich nicht genau, naja, wie weit ist jetzt eigentlich 100 Megahertz bedämpft? Ja, sondern da weiß ich einfach, wenn der eine Grenzfrequenz von 1 Kilohertz hat, dann kommt von meinem 100 Megahertz Signal kaum mehr was Sinnvolles durch. Was man sich anschaut, ist, naja, wie schaut es denn genau in der Umgebung von einem 1 Kilohertz aus? Nicht? Sagen wir, ich habe irgendeine Audio-Anwendung und für die ist es jetzt mal wichtig, dass ich quasi alle Frequenzanteile über einen Kilohertz abschneide. Und dann wird mein Filter erster Ordnung nicht reichen, weil der wird dann einfach gemütlich anfangen, das Signal zu bedämpfen rund um diese 1 Kilohertz Frequenz und darüber. Aber er wird nicht irgendwie hart sagen, 1 Kilohertz ab jetzt nicht mehr. Und da müsste ich jetzt mehrere Filter hintereinander hängen. Nicht? Das haben wir gerade vorher gehabt, dann
Wenn man von der RC-Filter hintereinander hängt, dann wird diese Flanke sozusagen immer steiler im Bode-Diagramm und ich schneide immer härter ab. Und da gibt es verschiedene Arten, wie man diese Filter kombinieren kann, um Filter höherer Ordnung zu bauen. Und die haben dann so Namen wie Butterworth-Filter und Bessel-Filter und Chebyshev-Filter. Das ist jetzt quasi die Übung, dass ihr mal diese Begriffe googelt und ihr werdet jetzt auch sehr schnell Bode-Diagramme sehen. Und ihr werdet sehen, die schauen ganz, ganz abenteuerlich aus. Und je nachdem, mit welchen Dingen ich leben kann und welche Dinge mir wehtun, nämlich eine Topologie oder die andere. Es gibt vielleicht Anwendungen, wo das für mich okay ist, wenn das die Frequenzen nur langsam bedämpft, aber ich möchte, dass er in der Phase nicht allzu viel herumwackelt. Oder ich habe eine Anwendung, wo ich sage, da ist mir völlig egal, was mit der Phaseninformation passiert, aber ich möchte möglichst hart bei dem einen Kilohertz abschneiden. Dann würde ich eine andere Filtertopologie nehmen. Und wenn ihr irgendwann diese Begriffe hört, dann wisst ihr eben, es geht um die unterschiedlichen Arten, Filter höherer Ordnung zu bauen, indem man Filter kleinerer Ordnung miteinander kombiniert. Gut. Noch Fragen?